Wow. Das waren jetzt gerade noch mal diese, ich habe noch mal hochgehalten, diese Orbitale, die hatten wir Ja, das letzte das Mal ist auch schon besprochen. das ist eine sehr wichtige Grafik, weil da ist im Prinzip Genau. der Wesenskern voll mit drin, auch die einzelnen Mädchenebene mit drin und so weiter. Ne? Das sollte man sich wirklich mal immer mal wieder beschäftigen. Ne? Da habe ich auch gezeigt, welche Elementarteilchen oder Quanten, ich würde ja mal sagen Quanten, weil das ja mit Teilchen nichts zu tun hat, die haben ja keine Gestalt auf Deutsch gesagt von vornherein, sondern die haben eine bestimmte informationsenergetische Bewirkung, die wir letztendlich mit unseren Messgeräten widerspiegeln. Und da spielen ja bloß, wenn man so will, mal 24 Elementarteilchen, ja, von der Q2- und Q4-Ebene. Und dann ist nachher noch das Photon aus dem Absoluten, was direkt zu uns kommt. Und dann sind es oben nur noch die Kaonen, die eine Rolle spielen. Alles andere spielt in unserer Erscheinungswelt überhaupt ja keine Rolle. Weder im Elektromagnetismus noch im Gravitation. Wenn Sie da heute noch die ganzen Teilchen zu haben, dann greifen die bloß auf die Ebene tiefer, die ins Q2 und einreichen, was uns aber eigentlich gar nicht interessiert für unser Praxisfeld. Uns Okay. interessieren wirklich nur die da aufgeführten Elementarquanten und nichts weiter. Ne? Das Wichtige ist Oh, nur bloß, dass man erkennt, dass das Photon eigentlich auch so ein Zwitterwesen ist letztendlich. Dass das Photon, was wir als Photon sehen, ist ja bloß die Anregung, die es an zwei Zeitgrenzen gibt im Raum. Wir haben ja, ich sage immer, einen IOH4-Raum. Das ist ja der Raum nach Einstein und IOH2 ist die Zeitebene, was wir als Magnetfeldlinie nehmen. Und zwischen zwei solchen Zeitmedien, Ebene, also IOH2, was im Raum sich nachher als Magnetfeldlinie dehnt, die werden ja angeregt durch dieses innere Photon, was schon wieder im Photon steckt. Und dass diese Leuchterscheinungen sehen wir. Wir sehen nur die Schwingung der Grenzen. Da bewegt sich überhaupt gar nichts durch den Raum. Das ist ja das. Und darum ist ja die Lichtgeschwindigkeit konstant, weil wir ein konstantes Medium haben, nämlich ein konstantes Vakuummedium mit einer bestimmten Ausbremsungserscheinung, einem bestimmten Reibungsgrad. Und das ist ja das, was wir dann widerspiegeln, was die Lichtgeschwindigkeit nachher ausmacht. Sonst wäre ja die Geschwindigkeit immer unendlich, auf Deutsch gesagt. Und das bringt unser elektrisches und magnetisches Moment zustande. Das weiß man ja eigentlich alles, aber man deutet das auch viel falsch heute noch. Ne? Und was diesen Effekt, den photoelektrischen Effekt, für den Einstein den Nobelpreis gekriegt hat, der kommt ja gar nicht von dem Photon selber, sondern von diesem inneren Photon. Wenn das einen bestimmten Ausschwingungsgrad hat, dann haut das ja auf die Grenzen drauf. Und dieser Impuls geht durch und schlägt nachher dieser Elektron raus. Und nicht das Photon selber. Ne? Das muss aber erstmal begriffen werden, was steckt eigentlich in dem Photon drin. Und wenn man das Photon anguckt, dann ist es ja ein imaginäres Elektron, ein imaginäres Positron. In der Mitte hat man ein imaginäres elektronisches Neutrino, aber das ist ja wieder bloß ein Potentialwirbel, nicht weiter. Und der bewirkt ja letztendlich die Impulsübertragung, nichts anderes. Die Grenze schwingt bloß mit und leuchtet da ein bisschen. Mehr ist das ja gar nicht. Und wenn es natürlich dann nicht ausreicht, wenn man ins rote Licht geht, dann ist die Impulsübertragung so gering, dass es dann nicht ausreicht, das Photon rauszuschlagen. So einfach ist das, ne? habt ihr gehört? Ja, wenn Rainer das sagt, ist es einfach. Das Universum ist ganz einfach aufgebaut. Man muss es bloß erkennen, wie einfach das ist. Man macht es sich viel zu kompliziert oftmals. Ne? Warum kommt ja die Informationsenergie mit den Grundrechenarten aus und so weiter? Ne? Warum braucht die keine? Eine höhere Mathematik brauchst du erst, wenn du komplexe Körper gleichzeitig betrachtest. Dann brauchst du eine höhere Mathematik, um diese Ebenen alle gleichzeitig auch widerspiegeln zu können, eben in den mathematischen Formeln reingepackt. Aber was so die Funktionsweise des Universums ist, die ist eigentlich ganz einfach. Und das Universum will bloß leben und überleben. Was mehr interessiert dem Universum überhaupt nicht. Und wenn wir in die Richtung arbeiten, dann haben wir die gesamte geballte Kraft des Universums hinter uns, werden beschützt und behütet und haben da eigentlich nichts groß für uns auszustehen. Ne? Und dann ist wichtig, dass wir uns mit dem Positiven verbinden. Ne? Denn wenn wir uns mit dem Negativen einlassen, das zerrt natürlich an unseren Nerven, das zerrt an unseren Körper. Letztendlich ist ja so, minus eins mal plus eins ist ja minus eins. Da verstärkt man ja dieses Negative. Aber wenn wir uns mit dem Positiven verbinden, also plus eins mal plus eins bis unendlich, bleibt immer plus eins und stärkt natürlich die positive Kraft. Darum ist ja wichtig, dass wir
kreativen Kräfte uns endlich mal zusammenfinden und wirklich als geballte Kraft auch auftreten, dass wir da Vereine bilden und kommunizieren miteinander. Das ist ja die Wichtigkeit, die heute ansteht, um überhaupt die Daseinsaufgabe heute zu erledigen. Heute geht es ja um Einheit und Ganzheit. Das ist das, was uns der Zeitgeist stellt. Entweder wir schaffen es oder der Mensch steht auf der Erde unter. So einfach ist das, aber es ist so. Ja. In der Zeit haben die negativen Kräfte ganz schön auf, aber auf der anderen Seite ist ja sowieso immer entschieden. Ist nur eine Frage, in welche Welt wir dann weiterwandeln. Ob wir in dieser negativen Welt noch unser restliches Leben hier verbringen müssen oder ob wir mitgehen dann in diese anderen Welten. Ne? Ja. Ja, zur Zeit ist das schon manchmal ganz schön heftig, ne? Ja. Aber ich bin da ganz bei dir.